So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge der Evil Within 2. Wir haben hier einen beschädigten Flammenwerfer gefunden. Flammenwerfer. Den können wir eventuell bald benutzen. Könnte ich gebrauchen, aber er ist kaputt. Mit den richtigen Teilen allerdings. Könnte es klappen, ja. Aber jetzt schauen wir erst gleich mal nach dieser Maschine. Dieser Fight hat mir alles an Ressourcen gekostet, was ich brauchte. Alles, wirklich alles. Ich habe 3 Schuss in meiner 9mm. Und sonst nichts, Mann. Ich habe sogar meine Pfeile verhunzt, Mann. Die Maschine haben sie wahrscheinlich weggebracht. Nein. Ich werde niemals. Nein. Ich werde... So. Wer? Natürlich. Die Maschine läuft wie geplant. Danke, Pater Theodor. Das zu hören, erfüllt mich mit Stolz. Was? Aber sie ist harmlos. Sie ist nicht... Nein. Ich wäre niemals ungehorsam. Natürlich werde ich... Was immer sie wünschen. Yukiko, hörst du mich? Ich bin im Fabrikationsraum. Zugangsberechtigungen sind wertlos, wenn alle tot sind. Also, komm einfach zu mir. Ich muss dir was zeigen. Es ist wichtig. Tut mir leid, Yukiko. Aber er verlangt es. Da haben wir das komplette Gespräch dann in dem Fall mal mitgehört. So, was haben wir noch da Schönes? Ganz schön viel seltsamer Kram hier. Anscheinend hat er was gebaut. Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat. Aber die ist nicht mehr hier, so wie es aussieht. Was haben wir hier? Da ist noch ein Buch. Ich gehe jetzt gleich noch wieder in mein Arbeitszimmer. Markenzeichen. Theodor hat seine Finger hier überall im Spiel. Fast so etwas wie eine Art Kommunikation mit ihm. Wo? Warte mal kurz, ich gehe noch schnell Munition tanken. Weil ich... Ja, ich habe nämlich nichts mehr. So. Schrotmunition. Habe ich 10? Ah, da brauche ich noch 2 von so Dingern da, damit das funktioniert irgendwie. So. Kältebolzen. Warum brauchen wir dafür immer sowas? So, das müsste jetzt erstmal reichen. Und zurück. Das mag Geheimlabor. Okay, dann gehen wir jetzt durch die Tür durch. Kennen also Theodor Wallace? Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Aber was macht er im Stem? Und warum tut er das? Da gibt es so einiges, von dem Sie nichts wissen. Theodor will Lily für sich. Wir haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Er reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. Also war er im Prinzip Recruiter, habe ich doch gesagt, dass er Recruiter war. Für Mobius. Das ist die Maschine. Die sieht aus wie die andere Maschine, die ich schon mal da aktiviert habe. Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören. Also tue ich es. Und ich weiß auch schon, wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja,
brauche nur eine Gelegenheit, ihn einzusetzen. Gut. Ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden. Bin schon unterwegs. Ich reibe mir die Hände. Es geht auf die Jagd. Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Sprich mit Esmeralda, wenn du bereit bist, die Sprengladung scharf zu machen. Das schauen wir uns erstmal hier noch um. Hier geht's weiter, noch ein bisschen Loot. Loot. Ja, ich würde mal sagen, wir machen so scharf, ne? Ich glaube, das ist dann... Ja, komm, lass scharf machen. Sag mal, Torres. Du kanntest Hoffman also vorher schon? Jeder kennt Hoffman. Man kommt nicht zu Mobius, ohne vorher durch ihr Büro zu gehen. Kann man ihr trauen? Früher hätte ich Nein gesagt, aber wenn einen die Bosse sitzen lassen, kann man seine Position schon mal überdenken. Sie steckt hier genauso fest wie wir. Du bist dir also nicht sicher? Ach, sie ist schon okay. Nur ein bisschen kalt. Ich habe Probleme, Leuten zu vertrauen, die mich ansehen, als wäre ich irgendwas in einer Petrischale. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dieses Ding hochjagen. Ich auch nicht. Aber wenigstens sitzen wir nicht rum. Wir werden Theodore nicht dazu bringen können, Lily in Ruhe zu lassen. Er scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, den man dazu überreden kann, das Richtige zu tun. Du gibst mir also den Befehl, sofort zu schießen? Du solltest nur auf alles vorbereitet sein. Schwer zu sagen, was hier gleich geschehen wird. Okay. Nichts für ungut. Aber wie kommt jemand, der so klug und eigensinnig ist, in eine Organisation wie Mobius? Ich war Sprengstoffexpertin bei der Army. Sie haben mich für verdeckte Operationen an Mobius ausgeliehen. Als mein Dienst beendet war, meldeten sie sich. Und du hast einfach so mitgemacht? Sie haben sich ziemlich gut verkauft. Sie sagen einem nicht alles, wenn man beitritt. Ich hatte einige Aufgaben, auf die ich nicht stolz bin. Sie erwarten blinden Gehorsam und wenn man sich widersetzt, als Myra mir die Chance bot, rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Trotz der Dinge, die ich tun musste, habe ich noch einen Funken Moral in mir. Schon seltsam. Also, machen wir die Bomben scharf. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Packen wir es an. Es kann losgehen. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Ich glaube, wir sollten den Raum verlassen, oder? Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3, 2, 1. Alles okay, Torres? 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 Wo bist du? Sebastian Castellanos. Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre eigenen Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Kommen Sie. Ich warte. Sie sollen Ihre geliebte Tochter finden. Gehen Sie. Wird es das sein, was Sie sich erträumt haben? Ich kann nicht sagen. Ich bin hier, Papa. Schnell! Oh Gott. Lily? Du bist hier. Ich bin hier, Papa. Schnell! Kapitel 12, der Abgrund. Ich glaube, ich bin jetzt noch tiefer in der Hülle, Alter. Aber hier scheint es auch Loot zu geben. Da ist Würfel. Aber hier hat es auch Monster. Was ist das Schönes? Ah, Munitionstasche. Durch das Tor müssen wir.
Das erinnert mich leicht an... Leicht an ein Spiel, das ich mal damals gespielt habe. Ich weiß bloß gerade gar nicht mehr, wie das heißt. Fällt es einfach nicht mehr ein. Was ist denn das für ein Fettklops? Der kotzt ja gleich. Aber ich glaube, ich habe was für den. Oh, der kotzt echt gleich. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist wieder Weihnachten da. Ah, war ja klar, ne? Irgendwie funktioniert das nicht. Doch. Der lockt mich nur wieder in die Falle. Oh, noch so ein Blub. Oh, natürlich. Der Schwede. Was? Wo kommt denn die Alte her? Ah, die hat was geworfen. Scheiße. Die hat eine Axt geworfen. Das Problem ist, die Viecher haben mich jetzt halt gehört, ne? Ich wollte halt natürlich noch ein bisschen Ressourcen sammeln, weil du weißt ja nie, wann du mal wieder Ressourcen kriegst.
Müssen wir gucken, wir schleichen uns jetzt einfach an denen vorbei. Ich denke mal, an Ressourcen haben wir es eigentlich noch genug. Da, das ist eine Tür von Lillys Kinderzimmer. Ich glaube, ich spinne. Wie makaber ist denn das, ey? Ich warte in einem Meer aus Blut. Mama hat nie aufgegeben. Nicht wie du. Sie wollte es dir sagen. Aber du warst zu dumm, zuzuhören. Nein. Nein. Nein, das stimmt nicht. Sie wissen gar nichts über mich. Myra verstand, dass man Ziele durch die Hose erreicht, indem man sich fügt. Warum warst du nicht da, als ich mich gebraucht habe? Warum warst du nicht da, als ich mich gebraucht habe? Mal, dass wir da schön geschmeidig ohne viel Terz da durchkommen. Irgendwas hat mich jetzt gesehen. Was für eine Hölle hat mich der Typ geführt? Das ist total, ich weiß gar nicht, ich raff's fast gar nicht, aber... Ah. Ein Speicherpunkt. Ich glaube, da hintere muss ich da ins Licht, ne? Da krabbelt noch was. Ich sehe es, ich sehe es. Da ist auch noch was. Ah, shit. So ein richtiger Arschwurm. Wer pisst dich? Ich geh jetzt da runter und du kannst mich nicht aufhalten. Wululululululu. Lily! Nach Halliday wollen sie immer noch mit Lily wieder vereinzeln. Ja. Will ich. Ich muss sie finden. Gut. Dann kommen sie zu. Was? Leute, ich glaube, jetzt kommt es gleich zum Showdown. Ich sehe nämlich da schon ganz schemenhaft die Lilly rumstehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich lasse diese Folge jetzt ein bisschen kürzer als die letzte Folge. Die letzte ging ja über eine halbe Stunde. Wir sehen uns dann wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.